Mein Name ist Tino Schäfer, ich bin Leiter der Pressestelle bei der Hagener Polizei. Hier hat sich heute in Hagen im Lennetal ein Tötungsdelikt ereignet. Hier wurde ein 54-jähriger Mann erschossen aufgefunden. Das Ganze hat stattgefunden hier auf dem Gelände eines Wertstoffhandels. In dem Zusammenhang wurden auch zwei Personen schwerst verletzt bzw. sogar lebensgefährlich verletzt. Ein 48-jähriger Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Ein 23-jähriger Mann, ebenfalls schwerst verletzt und lebensgefährlich verletzt, musste mit dem Rettungsdienst in ein regionales Krankenhaus gebracht werden. Wir konnten relativ schnell einen Tatverdächtigen festnehmen, einen 77-jährigen Mann, der sich momentan im Polizeipräsidium Hagen befindet. Hier ist momentan eine Mordkommission eingesetzt der Hagener Polizei. Momentan läuft die Spurensuche durch die kriminaltechnische Untersuchungsstelle und die Mordkommission nimmt hier momentan die Ermittlungen auf. Können Sie schon was von der Tatwaffe sagen? Wir haben die getötete Person erschossen vorgefunden, das heißt, wir gehen momentan von einer Schusswaffe aus als Tatwaffe. Einzelheiten befinden sich momentan in der Klärung durch die Mordkommission. Können Sie was zu der Tatöffentlichkeit, können Sie die näher beschreiben? War das drin, war das draußen? Also das Ganze hat hier stattgefunden auf dem Gelände eines Wertstoffhandels und die Tat an sich hat sich ganz offensichtlich in einem Verwaltungstrakt dieses Wertstoffhandels hat die sich abgespielt.